Sag mal, sag mal. Que pasa, locos? 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 Yuri Rodriguez, mi hermano. Que pasa, locos? Lukas, Jörn Rodriguez ist heute mal wieder auf dem Fußballplatz. Und ja, Lukas, ich bin heute mal wieder nicht alleine, sondern ich bin hier mit Farid. Und ja, Lukas, heute Loco-Interview. Bevor wir starten, ich würde sagen, vergiss nicht zu abonnieren und zu liken. Und ich würde sagen, let's go. Okay, Farid, ich würde sagen, stell dich kurz mal vor. Wie heißt du, wie alt bist du, wo spielst du und welche Position? Ich bin Farid. Ich bin 17 Jahre alt. Ich spiele links und rechts Flügel. Bin Rechtsfuß und spiele bei Manchester City. Manchester City, du kannst aber Deutsch, also erzähl mal bitte, woher kommst du, warst du vor Man City gespielt, wie war das in der Jugend? Ja, also ich habe mit 8 bei ESV Einigkeit angefangen, das ist in Wilhelmsburg. Dann bin ich mit 10 zum HSV gewechselt. Da habe ich dann bis letzten Sommer gespielt. Ja. Und dann bin ich zu Man City gewechselt. Also mein Vater wohnt in Nähe von Manchester. Ja. Und ich wollte nicht mehr hier leben. Ja. Und da gab es auch andere Angebote, aber für mich war es ein bisschen wichtiger, halt bei meinem Vater zu leben. Klar. Dann bin ich zu meinem Vater gezogen und dann kam auch das Interesse von City. Nice. Das heißt, du hast da Probetraining gemacht bei Man City oder wie war's? Ja, kann man so sagen. Also die wollten mich nicht direkt, weil ja. Die hatten nicht so viele Daten von mir. Mhm. Da habe ich ich glaube, 2 Trainingseinheiten gemacht und da wollten die mich schon direkt. Krank. Darfst du sagen, welche Vereine auch in England an dich interessiert waren? Chelsea. Und in Deutschland. Sag mal. Du kommst eh nicht wieder nach Deutschland, wenn es gut läuft. Bayern, sehr stark. Okay, sag mal bitte, also wie ist es? Also du sagst hier ab vor einem Jahr und sagst, ich möchte hier nicht mehr in Hamburg leben, ich möchte mit dem HSV nicht mehr trainieren. Hast du einen Berater? Ja. Also hat dein Berater das so ein bisschen geklärt, dass du bei Man City Pro-Training machen darfst? Dein Vater sogar? Ja, ja. Also dein Vater ist dein Berater? Ja. Geisteskrank, wie cool. Okay, wir sehen dich voll mit Puma ausgerüstet. Hast du einen Puma-Vertrag? Ja. Bestimmt ist das bei dir auch so, dass du ein Budget kriegst und in einem bestimmten Laden dir Sachen aussuchen darfst? Ein Jahresvertrag? Zwei Jahresvertrag, ist 18. Wie fühlt es sich an, Digga? Also, weil du bist mit Neymar in meinem Unternehmen sozusagen. Ist schon sehr krass, dass man so nicht für Schuhe oder so Sachen bezahlt. Ja, das ist krank. Nicht mehr den Stress von, als ich 10 Jahre alt war, immer teure Schuhe zu kaufen. Ja, aber ist schon geil. Vergleichen wir mal das deutsche Fußball mit dem englischen Fußball. Was ist besser, was ist härter oder wo ist der Unterschied? Ich würde halt sagen, in England ist viel mehr technisch. Ja. Also da darf man technisch nicht abfallen. Ja. Weil die sind da sehr, sehr individuell sehr, sehr gut. Mhm. Aber auch als Team, glaube ich, funktionieren die sehr gut. Deswegen ist schon sehr gut. Okay, sehr stark. Kommen wir mal zu deinem Lieblingsspieler. Kylian Mbappé, auch seitdem du klein bist, oder? Ja. Das ist krank, okay. Also spielst du auch links und rechts vorne, wie Mbappé halt eben, ne? Lieblingsverein? Normal, ne? Klar, ist so. So. Siehst du dich auch in 5, du bist jetzt 17. In 2 Jahren kann es sogar passieren, dass du bei den Profis schon mal spielst. Siehst du dich da oder sagst du, ich weiß noch nicht, ich lasse Gott für mich entscheiden. Ja, ich hoffe, also ich hoffe, dass ich da mal groß rauskomme, aber wir wissen ja nicht. Normal.
wo trainiert ihr? Man City, habt ihr wie hier in Hamburg ein Leistungszentrum, wo die Profis neben euch trainieren oder wie ist das? Also das ist ein großes Gebäude halt und auf der einen Seite sind Academy-Spieler und auf der anderen Seite sind halt die Profis. Mhm. Da sind ja, also zum Beispiel hier haben die deren eigenen Platz, ja. Deren drei Plätze und da trainieren wir so. Krank. Also das heißt, warst du schon mal bei den Profis? Nein. Man sieht gut 23 oder U21? Ja, ja, hast du bei denen auch schon mit trainiert? Ja. Geisteskrank. Wer ist der Spieler, wo du sagst, der wird Profi? Oder der ist schon Profi und trainiert bei der U23 mit? Carlos Bordes. Carlos was? Bordes. Bordes? Ja, ja. Welche Position spielt er? Hat er bei Man City Profi schon mitgespielt? Ja. Ja, okay, dann wird er jetzt eingeblendet, weil ich kenne ihn jetzt nicht, aber das ist schon geisteskrank. Und wie ist es sich an? Was schon mal mit Pep auf, keine Ahnung, hat er sich ein Hallo gesagt, die Hand gegeben und so? Oder ist das noch nicht gekommen? Nein, ich habe ihn nur von Weitem gesehen, aber nicht so Hand gegeben. Und wie sind die Trainer in England? Schreien die dich an? Sind die anstrengender? Sind die. Erzähl mal. Also bei mir, also die haben mir sehr viel Zeit gegeben, um schnell mich zu adaptieren, weil ich komme aus einem anderen Land, das war schwer für mich. Klar. Aber die geben mir die Zeit, um mich gut reinzufinden und die wissen, was ich kann. Mhm. Und die sagen halt, dass es irgendwann halt kommt. Also das Fußballerische soll mich erstmal darauf konzentrieren, dass ich mich zurechtfinde. Genau. Trainiert ihr wie in Hamburg auf fast allen Plätzen auf Kunstrasen oder auf Rasen? Rasen. Auf richtigen Rasen? Ja. Ja klar, das ist schon was anderes, würde ich sagen. Ne? Nächste Frage und zwar, wie verlief die Saison? Die Saison bei euch läuft noch? Ja. Ich glaube 3 Spiele, 4 Spiele habt ihr noch? Ja. Wie läuft die Saison bei dir so? Läuft gut, würde ich sagen. Wir sind gerade Erste. Okay. Ich habe gute Spiele gemacht. Mhm. Am Anfang war es ein bisschen schwer, aber dann bin ich gut reingekommen. Hab Tore, Assists gemacht. Wie viele Tore bis jetzt? Wie viele Assists? Drei. Beide drei? Ja, beide drei. Sehr stark. Also ihr werdet das wahrscheinlich auch Meister. Hoffentlich. Okay, nächste Frage. Und zwar, nenne mir bitte die 5 besten Vereine aus Hamburg. Alle Jahre? Ganz Hamburg. Nee, nicht alle Jahrgänge, sondern nur dein Jahrgang. Du bist 07 da? Ja, 06. 06. HSV? Ja. Pauli? Ja. Niendorf? Mhm. ETV? Okay. Aber auch in der Reihenfolge, ne? HSV, ja. Pauli, okay. Norderstedt vielleicht, weiß ich nicht. Ah ja, Norderstedt. Nenne mir aus, du hast ja HSV gespielt, aus deinem damaligen HSV-Team den besten Mitspieler von dir. Einen, nur einen. Es muss doch einen geben, der du sagst, oh wow, seine Technik oder aber Captain oder so oder was weiß ich, er hat die meisten Tore geschossen oder so. David Costa, ne? Junge, mit dir möchte ich seit, glaube ich, 3 Monaten ein Interview und Challenges drehen und er sagt immer ab. Ich denke so, was soll die Scheiße? Okay, jetzt stelle ich dir, glaube ich, es sind 10 Fragen, 10 schnelle Fragen, 10 Random-Fragen und danach kommen wir zum Schluss. Und dann war es das auch. 10 Random-Fragen mit Farid, Spieler von Man City. Wie geht's dir? Gut, von 1 bis 10? 10. Gut. Lieblingsessen? Jalove. Lieblingssong? Ich hab keinen. Du hast keinen? Aber was hört ihr immer in der Kabine bei Man City? Army hört wahrscheinlich, ja, ne? Englisch. Ja, normal. Lieblings-Emoji? Stark. Wo schießt du deine Elfmeter? Links, rechts, unten, oben? Panenka? Oben links. Oben links. Bist du links, Wurst? Nein, rechts. Okay. Letzter Spieler, mit dem du Trikot getauscht hast? Oder den du dein Trikot gegeben hast, einfach so geschenkt? Dürft der gar nicht? Nein. Bock nicht, ja? deine Meinung nach, der beste Spieler, mit dem du gespielt hast?
einen. Du musst dich entscheiden. Es können nicht alle Lionel Messi sein. David. Ja, wieder David, okay. Welche Position gefällt dir am besten zu spielen? Rechts flügel. Wenn du wiedergeboren wärst, welcher Spieler würdest du gerne sein? Gegenspieler, was du in deinem Team haben möchtest, die du kennst jetzt. Van Dijk. Oh, in deinem Team, Junge, du bist ein Sechser. Ach so. Maxi. Okay. Maxi was? Amisa. Amisa. Die berühmteste Telefonnummer, die du hast. Oh, sehr stark. Okay, jetzt kommen wir zu zwei letzten Sachen, und zwar, wo siehst du dich in 5 Jahren? Du bist jetzt 17, 5 Jahren bist du 23. Halbprofi, noch in England, bei der, was weiß ich, Profimannschaft von Man City. Inshallah, Profi bei Man City. Da meine Tore und Assists und hoffentlich wie Kylian Mbappé. Okay. Wir machen jetzt hier was fest, okay? Du bist jetzt 16. Dieses Jahr wird es leider nicht mehr klappen. 17, sorry. Dieses Jahr wird es leider nicht mehr klappen. Aber, weil ich es zeitlich einfach nicht schaffe. Aber ich verspreche dir, nächstes Jahr nach England zu kommen und ein Spiel von dir anzugucken. Machen wir das so? Ja. Okay, sehr stark. Möchtest du jemanden grüßen oder noch was sagen? Danke. Okay, Lukas, wenn das Video euch gefallen hat, einfach ein Like da lassen, abonnieren und ihr wisst ja, was ich jetzt. Que yo de ti me enamoré, que nadie a ti te va a igualar, maná, maná.